Jo Leute, was geht? Willkommen back zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und hier heute zu einer weiteren Folge der Borussia Dortmund Trainerkarriere. Ich würde sagen, wir schnacken wie sonst auch nicht so lang rum und starten gleich mal in das Spiel gegen Besiktas. Das werden wir simulieren, aber vorerst werden wir diesen Caldera hier noch zum linken Außenverteidiger umtrainieren und da bekommt er leider keine Gesamtstärke plus. Und dann gehen wir auch in die Simulation jetzt gegen Besiktas rein, in die Schnellsimulation besser gesagt. Und wir spielen 2:2, Merino und Haaland treffen wir in Karaman und Cesal für Besiktas Treffen. Damit stehen wir jetzt mit 4 Punkten nach 3 Spielen da. Das ist gar nicht mal so gut. Der nächste Gegner in der Bundesliga heißt Arminia Bielefeld. Ein echt sehr unangenehmer Gegner in FIFA oder in dieser Karriere ist das auch. Wir gewinnen nur 2:1, aber wir gewinnen immerhin und damit bleiben wir komplett im Anschluss an Leverkusen. Im Pokal gegen Heidenheim werden wir mal ordentlich durchrotieren. Auf jeder Position werden wir, also so gut wie auf jeder Position, werde ich mal schauen, ob ich da noch einen anderen Spieler spielen lassen kann. Zum Beispiel auch einen Pongracic. Ich habe mal ein bisschen durchrotiert. Ich kann aber tatsächlich im zentralen Mittelfeld gar nicht mal so viel rotieren, weil da haben wir gar nicht mal so viele Spieler. Aber wir werden jetzt auch nochmal ihn hier auf die Bank packen. Und ansonsten werde ich da mit der Mannschaft in eine normale Simulation gehen und mal schauen, wie das Ganze im DFB-Pokal gegen Heidenheim endet. Und jetzt ist da mal Heidenheim mit der ersten Chance. Das ist der Pfosten, der uns tatsächlich da rettet. Heidenheim ist super gut im Spiel. Wir haben noch keine richtige Chance gehabt. Wir sind einfach noch nicht richtig nach vorne gekommen. Und Heidenheim macht schon extrem viel Druck. Und machen das als Zweitligist bislang extrem gut. Aber dann kommen wir halt über Bellingham. Erste Chance. Warum schießt er denn aus knapp 25 Meter mal aufs Tor? Ich meine, ist ein guter Versuch, aber hätte auch noch ein bisschen gehen können. Jetzt kommt da Heidenheim und Marvin Hitz rettet uns vorerst mal. Und es steht nicht 1:0 für Heidenheim, die aber nach der Ecke im Ballbesitz bleiben. Und die nächste Chance haben über Kleindienst müsste das sein. Also Heidenheim, auch statistisch gesehen, werdet ihr das jetzt gleich sehen, ist bislang besser im Spiel und macht das besser. Und dann kommen wir aber einmal so richtig fast Tor und Giovanni Reyna macht dann das 1:0 hier für uns. Super gutes Tor, super gut herausgespielt. Jude Bellingham, glaube ich, war derjenige, der die Vorlage gegeben hat. Im zweiten Schuss können wir das 1:0 erzielen und ich bin gespannt, was das mit Heidenheim macht, ob die einen kleinen Knacks haben und ob wir jetzt zu mehr Chancen kommen. Jetzt kommt der Heidenheim und die verpassen in der Mitte den Ball und Pongracic einfach raus. Also die lassen schon große Chancen liegen. Wenn dann rettet Hitz oder sie sind einfach nicht effizient genug vom Tor. Jetzt Modahut macht das 2:0 hier für uns. War wieder gut herausgespielt. Wir brauchen halt einfach nur einen Pass in die Schnittstelle. Und dann knallt es schon. Bellingham hat sogar gelb gesehen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich schaue mal, was ich jetzt mal noch wechseln kann. Schulz ist halt schon echt gut fertig. Unsere Außenverteidiger sind generell immer ganz gut fertig. Ich werde jetzt einfach mal in die Linksverteidigung Akanji bringen, dass der auch noch ein bisschen spielt. Bei der nächsten Unterbrechung wird der dann kommen. Jetzt wieder Heidenheim und jetzt machen sie das 2:1 und kommen zurück durch Tim Kleindienst. Es ist nicht ganz unverdient. Ihr seht es ja auch an den Statistiken. Die haben mehr Ballbesitz, die haben gleich viel Schüsse, die haben gleich viel Chancen. Das ist als Zweitligist gegenüber Borussia Dortmund natürlich eine extrem gute Statistik. Und jetzt kommt da wieder Heidenheim und die machen nicht das Tor. Latte und der Ball muss einfach nur raus von uns. Das ist ja schon mittlerweile wirklich eine Chance. Also den hätten sie machen müssen, wenn sie wirklich weiterkommen wollen. Jetzt nochmal Giovanni Reyna versucht es nochmal mit einem Abschluss, wurde abgeblockt. Und das wird jetzt schon mittlerweile echt krampfhaft. Jetzt gibt es nochmal Ecke für uns. Und der nächste Abschluss und damit ist das Spiel vorbei. Am Ende sieht es dann doch ein bisschen verdiente für uns aus, aber es war gar nicht so verdient. Also das hat Heidenheim schon sehr gut gemacht. Ja, haben dann am Ende 2:1 verloren. Was will man machen? Haben aber ein gutes Spiel, wie gesagt, gemacht. Dortmund 2 fliegt mit 2:1 gegen Würzburg raus. Wir sind im DFB-Pokal weiter. Gegen Köln werde ich mit folgender Mannschaft jetzt reingehen. Schnellsimulation müssen wir eigentlich gewinnen, wenn wir wirklich oben durchgehend dabei bleiben wollen. Gewinn 3:0, Merino, Reus und nochmal Reus, also Doppelpack Reus. Merino ist jetzt auch einmal 3:0, Kobel. Hat eine weitere weiße Weste auf seinem Konto und jetzt geht es schon wieder in die Champions League. Wieder gegen Besiktas. Also Simulation, Schnellsimulation gegen Besiktas Istanbul. Können wir endlich gewinnen gegen sie? Ja, malen. Haaland und Reus treffen. Bei ihnen Ucan oder Ucan und Texera. Haaland sieht sogar gelb-rot.
Aber das ist mir relativ egal. Denn sobald wir jetzt dieses Spiel gewonnen haben, müssten wir eigentlich so gut wie sicher weiter sein. Und da können wir rein theoretisch ein Spiel unentschieden oder verlieren. Also unentschieden spielen oder verlieren in der Champions League. Und dementsprechend ist das ganz okay. Bevor wir jetzt selber in das Spiel gegen Leipzig reinstarten, werde ich erstmal nochmal die monatlichen Scouting-Berichte durchstöbern und schauen, ob da ein gutes Talent dabei ist. Aber bei Portugal nicht. Bei Deutschland nehme ich mal diesen Adrian Martin mit, genauso wie diesen Emil Kasper. Und dementsprechend haben wir wieder zwei weitere Talente in unserer Schule. Masraoui mal über außen, in der Mitte wartet schon Haaland. Oder Malen oder einfach gar keiner. Beziehungsweise ein RB-Verteidiger. Jetzt nochmal Bellingham mit der Flanke und da ist Donnell Malen. Den muss er machen. Also, ja, müssen, das ist jetzt sehr schwierig zu nehmen, aber den kann man auch durchaus mal aufs Tor bringen. Riesenchance hier mal für Donnell Malen in der 19. Minute. Mit der Flanke und da ist Rafael Guerreiro einfach mal mit einem Versuch wieder ins Außennetz. 24. Minute. Malen und das ist das 1:0. Endlich. 31. Minute schreiben wir jetzt. Und Donnell Malen macht das 1:0 hier gegen Leipzig. Das war natürlich eine super Einzelaktion hier von Rafael Guerreiro, der sich dagegen jeden durchsetzt, dann den Pass in die Mitte sucht. Donnell Malen nimmt sich den Ball nochmal an, was sehr wichtig war, denn so konnte er dann eben so frei zum Schuss kommen. Und hier bekommt er sein Tor. Ich dachte niemals im Leben, dass der Ball reingeht. Aber er geht dran hier. Erling Haaland. Per Kopfball, per Vorlage von natürlich Rafael Guerreiro. Kommt er irgendwie zum Kopfball und Gulaschi sieht dann auch ganz komisch aus. Der hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass Haaland hier zum Kopfball bzw. Schuss kommt. Malen, Haaland in der Mitte bekommt der Ball nicht. Der Hut vielleicht im Kopfballduell. Sieger, ja. Und dann Malen. Sehr verspielt, kommt aber zum Abschluss. Klasse Abschluss, Gulaschi hält. Und wieder Erling Haaland per Ecke. Und Gulaschi ist diesmal der Sieger. Diesmal hat er mit einem Erling Haaland-Kopfball gerechnet. Und hat ihn auch dementsprechend gehalten. Masraoui. Dahoud abgeblockt. Erling Haaland. Gulaschi im Tor. Jetzt Leipzig erster Abschluss und gleich mal das Tor. Also das kann eigentlich schon nicht sein. Die haben einen Abschluss und machen gleich das Tor. Und wir haben ungefähr 200 und das werdet ihr auch nachher in der Statistik sehen. Das ganze Tor ist eigentlich natürlich nur zustande gekommen, weil wir einen saudummen Ballverlust hatten. Einen saudummen Ball, den wir gespielt haben. Aber trotzdem darf dann nicht per ersten Abschluss gleich mal das Tor fallen. Und vor allem trifft ein Ex-Dortmunder zu seinem ersten Bundesliga-Tor in dieser Saison. Und das ist einfach das 3:1. Donnell Malen macht seinen Doppelpack hier gegen Leipzig und damit sollten wir gewonnen haben. Also Leipzig spielt auch ehrlich wie eine Aufsteigermannschaft, keine Ahnung. Haben zwar ein Tor gemacht, aber eigentlich komplett unverdient. Masraoui läuft einfach mal an und Donnell Malen mit einem Flugkopfball. Das ist, glaube ich, Klostermann, der einfach gar nicht in den Zweikampf geht, gar nicht den Zweikampf sucht. Und deswegen haben wir verdientermaßen hier dieses 3:1 gemacht, hätten auch locker irgendwie 5:0 gewinnen können. Ich glaube, die Statistiken zeigen jetzt auch eindeutig, dass wir viel, viel besser in der Partie waren. Und Man of the Match wird wohl trotzdem Peter Gulaschi sein, weil er einfach so viel Paraden rausgeholt hat. Und jetzt verletzt sich Jude Bellingham für 3 Monate in irgendeinem Scheiß-Training. Das kann doch nicht ehrlich wahr sein. Das ist doch ein Witz, Alter. Jude Bellingham fehlt einfach für 3 Monate. Das ist einfach total scheiße. Der nächste Gegner ist dann Stuttgart. Den VfB sollten wir eigentlich schon schlagen können. Gerade mit der Mannschaft jetzt hier, auch wenn Bellingham fehlt, da lassen wir noch Golovin für spielen. Deswegen haben wir uns ja auch unter anderem Golovin geholt. Und Schnellsimulation gegen Stuttgart und wir gewinnen 3:0. Reus, Haaland und Malen treffen. Ganz sicher sind wir noch nicht weiter. Wenn wir heute oder jetzt hier ein Unentschieden bzw. ein Spiel gewinnen, dann könnten... Also mit einem Unentschieden sind wir auch noch nicht sicher weiter, weil ich gehe davon aus, dass wenn wir Unentschieden spielen, dass wir das dann sicher über die Linie gebracht haben. Wir spielen jetzt natürlich ohne Erling Haaland Schnellsimulation. Das könnte gar nicht mal so einfach werden dann gegen Sporting und gewinnen trotzdem 3:2 Merino. Merino und Malen treffen. Während Nuno Santos und Palinha bei Sporting treffen. Und im letzten Spiel für heute werden wir Wolfsburg simulieren und hoffen wir mal, dass wir das Ganze ja gewinnen können. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Und 1:1. Reus trifft und Weghorst trifft für Wolfsburg. Erling Haaland verschießt den Elfmeter, das ist nicht ganz so geil, aber mit 1:1 sollten wir trotzdem weiterhin auf dem ersten Platz sein. Das werden wir dann eben in der nächsten Folge erfahren, denn das nächste Spiel wird gegen Bremen im DFB-Pokal. Und das wird es dann in der nächsten Folge geben, werden wir höchstwahrscheinlich wieder simulieren, das werden wir aber dann schon sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.